Ist alle mit den Mit Sechsen, Kakerlake, ne? die bei denen in der Toilette rumgeschnüffelt haben. Sind die heute. Hol mal die militante Veganerin rein, die militante hier. Die vegetante Veganerin. Ja, aber Bruder Reza, das ist ja wirklich Wahnsinn. Du siehst ja, wie die Satanisten auf einmal reinkommen jetzt, wie die fliegen bei mir. Kommen sehr oft. Ich habe jetzt schon sehr viele Gespräche. Guck mal, schon wieder. Der will schon wieder rein. Das kann doch nicht wahr sein. Komm in die Fälle. Davide, wo ist dieser Davide? Hoi, Davide! Wo ist der besessene Gadarena? Besessene Gadarena, komm hoch! Besessene ja, Gadarena, jetzt. Komm hoch! Der wird richtig wütend, der Dämon in ihm. Ja, der tobt. Der tobt, der Dämon. Der tobt. Ja, aber der denkt sich ja, woher weiß, woher wissen die das? Guck mal, wie sauer er wird. Ja, woher wissen die das mit den Babys? Wie der Dämon da durchdreht. Ja, klar, natürlich. Gegen den Heiligen Geist wird sofort der Dämon in Rage, kommt in Rage, ne? Ja, der übertönt ja einen, der redet nur und labert da ja, du kannst drauf nicht mit los, Dämon ist reden, unfassbar. Vergessen. Der ist ja nicht mehr unter seiner eigenen Kontrolle, Bewusstsein. Also er ist ja unter Bewusstseinskontrolle von einem anderen Wesen. Bruder Arme. Ihr Lieben, ihr müsst, um David zu verstehen, müsst ihr Lukas 8 lesen. Und zwar das Warte, die Begebenheit mit dem besessenen Gardarena. Hört ihr mein Bruder? Also ich habe gerade was gemacht, deswegen. Es dauert ganz. Doch, wir hören. So, ihr hört, ja. Er kommt wieder rein, Leser. Er ist wieder da. Hörst du? Hör gut. Ihr versteht nicht. Lass mich mal sprechen. Das wurde schon versprochen von deinem Bruder. Hat mal Respekt. Hab mal Respekt gerade mal. Ihr redet davon, dass ich überall drauf sprechen muss. Lass mich mal sprechen schon wieder. Lass mich mal meinen du Punkt redest finden. Du bist ein Maschinengewehr, Mann. Lass mich mal meinen Punkt finden, habe ich gesagt. Hab mal Respekt, Mann. Ja, okay, mach jetzt Respekt. Red. Werft hier mit Dämonenzeugnisse. Sag mal, habt ihr überhaupt habt ihr einen Gotteskomplex oder was? Oder was ist mit euch passiert? So, ist das deine Frage? Soll ich antworten? Das ist deine Frage. Ja, und nach deinem Verhalten, wie du immer rausgehst, reingehst, rumschreist und tobst, ist das ein Signal für uns Christen laut Bibel, dass du einen unreinen Geist hast? Digga, was für ein Christ? Du bist vor kurzem eventuell konvertiert, aber du tust du auf einmal plötzlich auf besserwisserisch. Sag mal, ich bin seit klein auf in dem ich ganzen dir Verein. Beantwortet. Jetzt bin ich dran, jetzt bist du doch respektvoll. Wie war dein Vertrag bei Berlin Tag und Nacht? Wo haben die dich hingebracht? Welches Zimmer war das? Wer hat Fall. Mit dir da geredet? Ich rede von größeren, aktuelleren Verträgen im Teller. Wenn du heute Abend einen Teller nimmst und schon wieder eine Leiche drinne frisst, bist du satanisch gezwungen. Hast du das verstanden? Oder ignorierst du das Thema die ganze Zeit, weil du einfach keinen Bock hast, auf Leichenstücke zu verzichten? Hast du das verstanden? Und da steht Dämon in ihm an. Hört mal. Die Stimme wieder der Bruder. Schon wieder der Bruder. Habt ihr das verstanden oder seid ihr ein bisschen Walnussgröße gehen wegen Alkohol und Zigarettenritual? Ich habe deine Frage nicht. Ich habe deine Frage gerade beantwortet. Beide was fragen? Raucht ihr Zigaretten? Raucht ihr Zigaretten? Ich möchte was wissen, ob ihr Zigaretten raucht. Ob ihr Zigaretten raucht? Ob ihr Zigaretten raucht? Sag mal jetzt. Ob ihr Zigaretten raucht, will ich mal Fragen jetzt stellen. Wir rauchen nicht. Ende. Okay, in Filter von der Zigarette ist Schweinehämoglobin gesagt, verarbeitet. Und 5300 Giftstoffe. Was ist denn mit Alkohol? Trinkt ihr Alkohol? Wir rauchen nicht. Trinkst du Alkohol oder nimmst du Produkte, die Alkohol enthalten, wie Seifen, Parfüme und? Ja, was damit? Da ist Alkohol enthalten. Kaufst du auch ohne Parfüme ohne Alkohol zum Beispiel? Ja, was soll ich jetzt mit Alkohol? Meinst du, ich trinke Parfum oder was? Naja, die Poren nehmen halt auf. Weißt du, was ich meine? Ich wollte mal Arzt werden. Kann ich dich ein bisschen aufklären, so ein bisschen aufklären? Ja? So, jetzt bin ich dran. Warum antwortest du nicht? Wie war der Vertrag bei Berlin Tag und Nacht? Mit wem Doch, hast du Du gehst von einer großen Klausel ein, aber ich rede davon, dass du mit deinem Teller der Leichenschandung einfach das schon unterschreibst. Verstehst du? Du isst Leichen. Gesagt, du isst Leichen. Verstehst du das? Hallo Neuchrist, du isst Leichen. Du isst Leichenschändung. Hallo, hör zu, ich bin Vegetarier. Nochmal, Vegetarier essen dann Fisch und Fisch ist auch kein, das ich ist auch ein Tier. Was ich esse kein Fisch. Ja, und wusstest du, dass in der Milch Kaka, Fäkalien und Blut ist und Entzündungen? Ja, wusste ich. Und jetzt bist du dran. Wie war dein Vertrag mit aber dann, den Leuten? Aber dann, warum bist du denn vegetarisch? Ganz kurz, warum bist du dann vegetarisch und schießt gegen die Veganer, die bessere Form sind von den Vegetariern?
Weil der Veganismus ein Teufelswerkzeug ist in der jetzigen Endzeit, um die Menschen zu 100% willst du dich dafür entschuldigen, denn das ist nicht so. Das ist eine Lüge. Du bist selber Vegetarier, wie kannst du dich nicht schämen, gerade so eine Lüge dazulassen? Die 10 Gebote, mach dir die 10 Gebote und die 7 Todsünden. Hey! Kann dein Bruder bitte sich konzentrieren und ein bisschen Mobbing drücken? Du lässt mich ausreden, aber du lässt niemanden ausreden. Sei ruhig! Weil der Veganismus ein Fangarm des Teufels ist in der letzten Zeit, um die Menschen um die Menschen von der Schöpfungsordnung Gottes wegzunehmen. Deswegen sind viele Vegetarier und Veganer gegen den Herrn Jesus, weil sie sagen, bitte die Dr. Leonard Zunz-Bibel. Bitte. Warum hat denn Gott kein Erbarmen mit den Tieren? Oh mein also, Gott, bitte. Bitte. Bitte, du musst beachten, dass die gefallenen Engel irgendwo aufgeschrieben sind, oder? Und wir müssen erfahren, weil in der Bibel stehen immer wieder die Engel in komischen Positionen, tauchen sie auf. Wer sind denn die Gefallenen und wer sind die richtigen Aufstrebenden? So, und die Sache ist, wir müssen dieses Spiel hier entdecken, weil anscheinend ist Lucifer eines der intelligentesten Wesen dieses ganzen Universums, okay? Ja, was ist mit dem Lucifer? Das ist anscheinend ein sehr intelligentes Wesen und hat seinen Vertrag ganz schön krass hergestellt, verstehst du? Man muss an seiner Intelligenz obrig sein, obrig, und nicht unter dieser Intelligenz, verstehst du? Genau. Weil Fakt ist einfach nur, wenn du... Genau, seht ihr? Richtig! Guck mal, was sie machen. Du frisst Leichenstücke. Du isst Leichenstücke, verstehst du? Du bekennst dich zum vegetarischen Sinne statt zum veganer Sinne und zerschnitzelt damit die Veganer-Kondition. Du zerschnitzelst die Veganer-Kondition, einfach so, weil du Bock hast. Das ist satanisch. Und nur weil du zu zweit seid als Brüder wie Zwillinge, muss das nicht gegen mich bedeuten, okay? Also hört auf, mit dem Finger zu zeigen, weil drei Finger zeigen auf dich. Wenn du auf den Finger zeigst, drei zeigen auf dich. Hast du verstanden? Ja, hast du verstanden? Lucifer jetzt? Ist er gut oder schlecht? Nochmal. Sag mal, bist du dir doch mal ein guter Engel oder ein schlechter Engel? Mal, Lucifer wurde degradiert mit seinem Namen und ist dann Satan geworden. Aber was glaubst du, was der Lucifer, wenn das ein Roboter wäre, ja? Und plötzlich hat Lucifer einen Fehler gemacht. Willst du die ganze Sequenz Lucifer bestrafen oder ist die Sequenz nochmal umtauschbar? Oder glaubst du, dass die Schmelzungen. Wie stehst du zu Lucifer? Ja, ich sag dir die Wahrheit. Ich bin ja Schauspieler und ich bin ja auch ein Riesenregisseur. Und wenn ich einen Film schreiben würde, dann würde ich, also man sagt ja, dass Jesus Michael ist in Wiedergeburt auf der Erde. Also ja, genau, weiter. Und Michael ist ja der erste Erzengel damit, ne? Oder der Ring der Erzengel, also des Einser-Prinzips oder des Nuller-Prinzips. Ja, Fakt ist einfach nur, dass Michael, also wenn man Kinder mitbekommen hat, dann weiß man, dass die ersten Geborenen und der Zweitgeborene ein Problem haben. Und zwar, weil der Zweitgeborene oder die Zweitgeborene den Platz versteht, 100% zu verstehen in der Version. Und die Erstgeborenen müssen das Teilen lernen. Die Erstgeborene haben ihren 100%, bevor der Zweite kommt. Aber plötzlich verstehen sie nicht, warum die Hälfte abgeschnitten ist. Die Erstgeborenen müssen also alle verstehen, zu teilen. Und die Zweitgeborenen verstehen nicht das Problem der Erstgeborenen, warum die so plötzlich so eine Krise haben. Darum eventuell gehören auch die Erstgeborenen Gott. Wer war der Erstgeborene, Lucifer oder Michael? Wenn ich, das wird Gott wissen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich muss weiter studieren. Das dauert noch 2,5 Jahre, bis ich fertig studiert bin. Also ungefähr. Okay. Und Lucifer, als er rebelliert hat gegen Gott und die Autorität nicht anerkannt hat, wie findest du sowas? Wie findest du ihn? Also nochmal, es ging ja darum, sich den Menschen der neuen Erschaffung zu unterwerfen, also nicht zu unterwerfen, sondern so einfach zu begrüßen. Und die Sache ist, das wollten sie nicht, weil sie halt eventuell in den Zukunftsplan der Menschen der Fehler sahen und dann diesen Menschen als unbrauchbar sahen. Und die Sache ist, man erkennt ja... Da ist alles drin. Star Wars, Zeugen Jehovas, Wenn du glaubst, dass du abgeschnitten werden willst von dieser Welt, guck mal, du hörst mir nicht mal zu. Und was bist du drin gerade? Abschnitt, Respektlosigkeit. David, was ist mit Lucifer? David, was ist mit Lucifer? Erzähl noch mal, bitte. Ihr lacht falsch, ihr lacht sehr falsch. Warum lacht ihr so? David, was ist mit Lucifer? Was ist mit Lucifer? Welche Frage hast du denn an Gott? Hey, David, lenk nicht vom Thema ab. Du hast gerade eben gesagt, dass Lucifer... Du hast ihn glorifiziert und hast gesagt,
Ja, Luzifer hat sich gegen die Obrigkeit aufgestellt, das sollten wir auch tun, weil er so... Es waren viele gefallene Engel, es waren mehrere, ja, so wie ich weiß. Bleib bei Luzifer. Was ist mit Satan? Satan ist das nicht mehr. Luzifer ist Luzifer, Satan ist das jetzt geworden. Wie ja, Jakob umgetauft worden ist auf Israel oder dein Zwillingsbruder Edom auf Esau. Es gab eine Umtaufung, also zu Satan. Musst du auch respektieren, ne, dass es Satan ist. Er wurde getauft sogar. Und es ist ein Plural. Satans steht da. Satans. Also es ist ein Plural. Also alles, was zum Werk da gehört. Warte, es könnte mal, eine Art wurde getauft und dann wurde er auf einmal zu Esau. Nein, ich habe nicht gesagt getauft wie der Prozedur des Taufens, sondern umgenannt. Ja, sag mal so. Entschuldigung. Also umgetauft, ja. Nochmal, der siebenköpfige Drache. Hallo, stell dich mal einen siebenköpfigen Drachen vor hier in dem ganzen Plan. Was meinst du, wie intelligent ein siebenköpfiger Drache sein kann? Also tut nicht so auf unintelligent, wenn ich euch erzähle, dass eure Teller voller Blut sind. Habt ihr verstanden? Was ist mit deinem Teller? Ist da auch Blut drin? Ich bin vegan. Nein, in der Milch ist Blut drin. Von anderen Fleischsorten. Was redest du da, Mann? Du solltest dich schämen, mit mir so zu reden. Was ist mit dir passiert? Halte mal deinen Anstand, halte mal deinen Respekt. Ihr wollt nur noch schießen, Mann. Merkt ihr das nicht? So respektvoll. Ich weiß doch, was ihr tut. Ihr habt einen Höhenflug. Warum kannst du nicht? Ihr müsst ein bisschen runterkommen, ein bisschen normaler werden. Der Sohn von Tom Hanks hatte auch ganz normal gesagt, ja, ich esse diesen Körperteil von dem Baby. Ganz normal hat er das gesagt und trotzdem ist nichts passiert. Das weiß man nicht. Das werden wir wissen, wenn also Gott weiß das. Gott weiß das. Nur Gott weiß die völlige Wahrheit. Doch sag nur Gott weiß das. Das sind Tratsche und Gerüchte. Du kannst das nicht bestimmen, ob das wirklich so ist, Mann. Jede mögliche Lüge macht dich zum Lügner, verstehst du das? Jede mögliche Lüge macht dich zum Lügner. Ich bin nicht ganz sicher, deswegen frage ich dich. Ich will ganz sicher sein, wie ihr vorgeht bei diesen Ritualen und wo ihr euch trifft. Nochmal, darf ich kurz was sagen, bitte? Ja, sag. Die Antwort aber bitte auf meine Frage. Wo ist der Treffpunkt? Das Problem, was ihr hattet als Ex-Muslimen, ist, dass die Ex-Muslimen die alte Tradition sind, bevor sie nach Andalusien angekommen waren, mit den Christen und den Juden verschmolzen waren. Hör mir zu. Und dort Gebäude, Alhambra, El Alhambra ist ein Gebäude von der Synagoge, Kirche und. Hallo, nochmal, die andalusische Hauptkultur ist der Sozialismus. Wir haben den Sozialismus erschaffen. Ihr seid die Altmoslems, die flüchten wollten vom alten Studierendenbild. Und das Neue gab es schon in Andalusien. Guck dich mal die Paläste an. Guck dich mal die Gärten an. Also Ex-Moslem. Ohne mir das zu sagen, in Andalusien. Du wolltest mir nicht glauben. Ich hab's dir ja gesagt, du hast nicht auf mich gehört. Das heißt, ich hab gesagt, komm nach Andalusien. Guck mal, was die Leute schreiben hier. Kill me und sowas. Guck mal, keine Liebe übrig. Das Publikum hier ist total durch. So richtig satanisch leider betreut. Nach Andalusien. Ohne Andalus. Das kann doch nicht. Ihr müsst da hinfahren. Es gibt die Pilgerfahrten und alles durch den Jakobsweg. Ganz Spanien ist ein heiliges Land geworden durch diese Prozeduren. Dankeschön. Es hat sich aber noch nicht übertragen nach Deutschland. Der Antichrist war anscheinend Hitler. Merkt euch das. Er wollte das tausendjährige Reich erschaffen. 1000 Jahre Pause. Wie kommt es denn, dass die tausend schlägt? Der Hitler sagte, er wäre der Messias. Herzlichen Glückwunsch. Wurde er der Antichrist? Seine Eltern oder sowas waren bestimmt christlich und der ist. Eventuell war Hitler eine Art von dämonische Übernahme. Oder eine Art von Satan selbst in einem Kopf von den siebenköpfigen Drachen. Guck mal, wie die Augen spalten gerade. Guck mal, wie besessen er die Augen aufmacht. So. Guck mal. Ich bin in Panik. Guck mal. Ich weiß nicht weiter, Bruder. Was soll ich machen? In einem jemand anderes. Guck mal die Augen auf. Bruder, wir sind im. Hallo, ihr braucht kein Koma zu haben oder keinen Dings da. Ne? Ihr seid ein bisschen so, wie heißt das? Ihr habt einen Nervenzusammenbruch, heißt das. David. Sag doch mal den Menschen da draußen, wie diese Babyopferungen vonstatten gehen. Ja, gut, was hat er auf katholisch gebetet? David, sag das doch mal. Sag das doch mal einmal. Die Leute gehen sowieso am Hintern vorbei, ob die Babys. Guck mal, am Hintern vorbei? Was soll das denn für ein Spruch sein? Was soll das für ein Spruch sein mit dem Hintern vorbei? Die Leute da draußen. Wie kommst du mit sexuellen Sachen hier? Kommen Sie doch nicht mit sexuellen Sachen hier, bitte. Sag das doch mal jetzt. Wie geht das vonstatten mit den Babys? Wer bringt euch die Babys? Seriös. Wann los? Wie viel Uhr? Nochmal, die Babys sitzen in deinem Teller, weil du nicht garantieren kannst, dass die Wurst, die du frisst, plötzlich gemischt ist mit einer Mutter. Verstehst du? Oder mit mehreren Müttern.
Verstehst du das Problem? Ein Mann und sag, wo diese Rituale du willst gerade nicht über Vegetarier oder Veganer sprechen, weil dein Bruder wahrscheinlich das nicht geworden ist, richtig? Das ist nur für dein Bruder frisst wahrscheinlich noch Leichen, richtig? Um jetzt diese Rituale dein Bruder noch Leichen. Frisst dein Bruder noch Leichen? Ich möchte dich was fragen. Frisst dein Bruder noch Leichen? Welcher Bruder? Dein Bruder neben dir. Nein, der ist hier von den Bäumen und so weiter. Der geht gleich, steigt aus und frisst die ganze Bäume schon kahl. Wieder. Am Lügen. Und du schimpfst dir vor deinem Lügen. Du bist neu Kind geworden und lügst gerade. 10 Gebote. Du achtest die 10 Gebote nicht. Du achtest die 10 Gebote gerade nicht. Der andere lacht plötzlich, um zu unterstützen, dieses ganze Chaos hier. Du lügst. Du fängst an zu lügen mit Baum und irgendwas, was Comedy-Programm. Und das nimmst du natürlich nicht Satanismus, ne? Das, ihr habt eine Nervenzusammenkunft. Hey, David, Ruhe, jetzt Sendepause. Guck mal, alle Leute, die dir Emojis schicken mit Satansprüchen und so, ihr seid dann für Pädophile, habt ihr verstanden? David. Jeder, der so ein Teufelzeichen postet, ist quasi für Pädophilie und für, das, für den Mord und so. Hattet ihr doch mal alle, ihr Satanisten. Hin. David, jetzt kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Du hattest eben erwähnt gehabt, dass du Lucifer komplett glorifizierst und dass du das gut findest, was er gemacht hat. Nee, das hast du eventuell in meinem Interview leider mir keine Frage dazu gestellt und tust jetzt gerade was? Genau, mich übernehmen und übergriffig zu sein. Nee, das habe ich dir nicht beantwortet, so. Tut mir leid. Da musst du schon wirklich, da musst du schon mit deinem Kopf richtig zitieren lernen und dir das okay, speichern. Hast du verstanden? Vielleicht war meine Frage doch ein bisschen zu offensiv. David, hast du denn was mitbekommen im Hintergrund mit den Leuten, wo du mit zusammen warst, mit dieser Promi-Leute? Dass die irgendwie mit Luzifer-Anbetung und Menschenopferung und sowas zu tun haben. Hast du da was gehört? Guck mal, weißt du, was ich gehört habe? Dass wenn man nicht als Veganer hier auf dieser Erde existiert und du hast vorhin die Veganer angreifen wollen, dann ist man falsch. Die Griechisch-Orthodoxen und die Christen, die Urchristen fasten 40 Tage ohne tierische Produkte. Was willst du denn da zerbrechen mit deinem Handzeichen? Was willst du denn da zerbrechen mit deinem Handzeichen? Das war aber ganz schön komisch. Was war das denn für ein Verhältnisbruch, hä? Doch mal zerbrochen unter Elisch. Das war ein Dämon gerade mit dem komischen Durchbruch hier. Im David. Hintergrund, dass da Leute wie du irgendwas ablenkst, wie du ablenkst, sagen, wie du ablenkst. Nur weil du intelligent wirken willst. Nur weil du intelligent wirken willst, willst du ablenken gerade von den ganzen Taten, die du gerade hier gemacht hast. Du hast Veganer als Satanisten hingestellt. Wie kannst du nur? Wie kannst du sagen, dass man als Veganer Satanist ist? Du hast nicht mal alle. Da müsste man dann fragen, ob sie Alkohol trinken oder. Verstehst du? Jegliche Borderline-Störung ist ein satanisches Werk, okay? Wenn man raucht, wenn man Alkohol trinkt und, okay? Gibt viele Faktoren, Tore. Ja. Man muss den Segen aktivieren, ganz einfach. Du hast mit diesen Promis da rumgehangen. Du musstest doch bestimmt irgendwas gehört haben, wenigstens, dass da irgendwas im Gange ist mit Maybe-Opferung Satans anbieten. Hast du nie was gehört? Jeder Mensch, nochmal, warum bleiben wir nicht beim Publikum? Da sind Leute, die Leichen fressen. So, du willst irgendwelche Quellen finden und bist hier an den nächsten Quellen. Verstehst du überhaupt den Prozess hier? Verstehst du überhaupt, dass du hier Publikum... wenn du jemanden reparieren... Nee, verrückt dich keiner mit deinem Handzeichen. Guck mal, was für ein Dämon. Hör mal zu, reparieren wirst du jetzt jeden Einzelnen, indem ihr jeden Einzelnen zum Gast nimmt und dann mal fragt, okay? Das ist eure Aufgabe. All die Leute mit eurem Segen, wenn ihr den Segen habt, ich wünsche euch den Segen, aber halt, fangt an, die Leute zu heilen. Fangt sie an, die aufzugreifen und zu fragen, ob sie auch richtig liegen. Dankeschön. David, ich habe mal eine Frage, ja? Hallo? David? Ja, der ist noch drin. Ja, David, ich habe mal eine Frage an dich, bitte, ja? Kannst du bitte einmal bitte mir verraten, wie du erfolgreich wurdest? Also was muss man tun? Kannst du mir das erklären? Das interessiert mich. Wie kann ich erfolgreich werden? Also wie kann ich ein Star werden? Eine Frage. Bist du gerade nicht erfolgreich mit diesem Forum? Bist du nicht erfolgreich, wenn du dir ein Auto leisten kannst? Bist du nicht erfolgreich, wenn du hier im deutschen Boden gerade zu essen hast? Bist du nicht erfolgreich, wenn du gerade deinen Bruder lebendig hast? Was ist für dich Erfolg als erstes? Dann kann ich dir beantworten, was du eventuell meinst damit. David, Dankeschön. David, wie wird man erfolgreich? Wie wird man ein Star?
Das kann ich jetzt mal dich fragen. Wie wird man erfolgreich? Und dann antworte ich mal auf deine Thesen. Los, wie wird man erfolgreich? Ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Wie wird man erfolgreich? David, nochmal bitte. Komm mal, nochmal. Wie wird man erfolgreich? Erzähl uns bitte dieses Geheimnis. Erzähl du vorher. Du ignorierst meine Frage. Ich habe gesagt, vorher willst du darauf antworten. Wie wird man erfolgreich? Ich habe kein schweres Auto und kein Geld für ein Auto. Wie wird man erfolgreich? Wie kriegt man ein Auto hin? Erzähl mal. Wie hast du dir das Ganze verdient? Was machst du vom Beruf? Bruder Dennis, kannst du den mal kurz, nur ganz kurz stumm schalten, damit ich was frage? Ja. David, guck mal. Du musst als er damals erfolgreich wurde und diesen Downfall hatte, hast du damals mitbekommen, was da vorgefallen ist? Jetzt wieder normal? Bruder Dennis, ja. Ich hatte für 2 Sekunden dumm geschaltet werden, ob ich es da selber nicht einhalten kann. Was machst du gerade? Du verkaufst mich als total unintelligent. Damals diesen Übergang, wo der normal war und plötzlich diesen Downfall hatte. Hast du mitbekommen, was da passiert ist? Das muss man mal kurz ein bisschen so recherchieren. Ja. Eventuell kommt man dahin. Ja. Hatte der nicht auch mal so von Blutritualen und sowas erzählt, zwischendurch, als er Downfall hatte? Da hat doch irgendwas hat er erzählt. Dass ich hatte einen Burnout. Aber ich war bei dir da im Stream, David. Da hast du von Blutopferritualen hast du mal erzählt. Ja, du hast nochmal, wenn man Leichen konsumiert, Leichen, ist das ein Blutritual, richtig? Wer konsumiert Leichen? Ja, frisst du Leichenstücke? Also kaufst du Leichenstücke? Nein, ich bin auch nicht erfolgreich. Hä? Nochmal, isst du kein, also du bist Veganer. Du bist Veganer? Ja, sagen wir mal ja. Ja, dann sehr gut. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Aber David, ja, Leute. David, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Ich habe dich früher immer so beobachtet im Fernsehen und so. Ja. Aber jetzt bist du ein ganz anderer Mensch. Also du, irgendwas richtig. Anderes spricht aus dir. Ja, die Zeit. Weißt du, die Zeit wächst mit dem Alter. Die Zeit. Jetzt mal weiter. Wo bist du denn zurzeit? Musst du klinisch behandelt werden oder was ist da passiert bei dir? Was ist deine Vermutung? Ist nicht die freundlichste Form deiner Frage. Verstehst du? Du könntest auch sagen, was machst du gerade zurzeit? Aber du willst unbedingt jemanden jetzt manipulieren. Unbedingt okay, jetzt einen Klinikaufenthalt. Du machst gerade Ferndiagnosen mit medizinischer Grundbehauptung, obwohl du deine Spitzen schneidest. In der Bibel, hättest du die Bibel gelesen, müsstest du, dass man die Spitzen nicht schneiden darf. Okay, akkurat. Darf man nicht. Die Koteletten darf man sich nicht wegnehmen und auch nicht den Bart zu stutzen. Verstehst du das? Verstehst du das, was du falsch machst als Christ? Dankeschön. Oder als Jude. Ibrim eigentlich. Wir sind ja alle die Ibrims. Ne? Ibrims. Herzlichen Glückwunsch zum Ibrims-Aufbau. Und der Suche nach Kanaan. David, weißt du, wie Blut schmeckt? Nochmal. Ich habe leider damals Leichenstücke gegessen. Was soll ich dir sagen? Schlimm. Du hast nochmal, jede Kuh ist eine Leiche irgendwann. Jedes Hühnchen ist eine Leiche irgendwann. Ich habe davon Leichenstücke gegessen. Tatsächlich. Adabi, erzähl uns doch mal über diese Pandamaske und das umgedrehte Kreuz, diese Rituale. Ja, das ist natürlich schlimm, ne? Was soll ich dir sagen? Ja, erzähl mal. Hast du da mitgemacht? Nochmal, wo soll ich denn mitgemacht haben? Bei der Maskenkonstruierung? Ich meine, wie viele Leute tragen Masken? Erzähl mal, ob du da mitgemacht hast bei den Ritualen. Wie viele Rapper? Ja, warte mal, David, ganz kurz. Ihr seid wieder am Fahren, gefährlich. Ihr seid wieder am Fahren, gefährlich. Gefahr. Ist das heftig, ey. Ich wollte fragen, der meinte, ja, jeder trägt doch so eine Maske. Aber niemand trägt so eine Maske wie der Crow mit seinem umgedrehten Kreuz und mit der Panda-Maske, so, ne? Ja. Das ist schon heftig, ne? Wenn jemand so auftritt, ne? Ja. Ja. Ja, was sagst du dazu? Ja.
Ja, der Typ ist ja wirklich, du siehst ja Reza, du siehst ja mit den Stücken. Der Bruder Reza ist, Bruder Reza ist jetzt weggegangen. Ich bin jetzt nur noch hier. Ja. Kannst du den irgendwie reinholen? Den Bruder Reza? Ja. Ja, der muss halt bei Schwester Lisa sein. Ach so, wegen den 1000 Abonnenten oder was, ne? Ja, genau, wegen die 1000. Das ist so heftig, was da gerade abgeht. Der hat sich doch gerade verraten. Hast du gar ganz genau mal hingehört, Armin? Ja, mein Bruder hat ja versucht, die ganze Zeit die Frage zu stellen, aber sobald es um die heftigsten Sachen geht, hat er sofort wieder blockiert und nicht, ist er nicht beim Thema geblieben. Ne? Das ist so heftig. Ja, die Leute sind blind. Frag mal, ob Bruder Reza schon bei Schwester Lisa ist. Ne? Ist er schon bei Schwester Lisa? Nee, der fährt jetzt dahin, aber ich denke, 10, 15 Minuten ist der da oder was. Ne? Dann bleib so lange noch drinnen, versuch den mal wieder da reinzuholen, bis der Bruder dann zu Hause ist und dann ja, könnt ihr über den Alex rein. Account. Der ist ja wieder drin, genau. Daniel. Hier ist schon wieder. Ah, der steht. David! Und davon David! Nochmal, du bist am Fahren, Junge. Ja. Einer meiner besten Freunde ist gestorben beim Fahren. Nein! David. Du hast recht, nicht vom Logarithmus von TikTok zu fahren, hast du verstanden? Du bremst unser aller Logarithmus damit aus. David. Du bremst unser Logarithmus. Wir haben vorhin schon eine Nachricht. Du bist arrogant. Bist du arrogant gerade?